Boah, was war das für ein Handelstag? Ich bin jetzt schon einige Tage dabei an diesen Finanzmärkten, aber sowas habe ich wirklich selten gesehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und es drehte sich alles um Draghi, Trump, Powell und die Fed. Und derjenige, der mit allen drei zu tun hatte, das ist Donald Trump, aber der Reihe nach. Wir hatten heute Morgen in Sintra die Ansprache von Donald Trump, nicht von Donald Trump, sage ich schon, von Mario Draghi, aber ist vielleicht gar nicht so weit auseinander in einer bestimmten Art und Weise. Mario Draghi, der gestern schon in Sintra bei dieser EZB-Konferenz gesprochen hatte, ziemlich belanglos, war nichts über Geldpolitik, und heute packt er plötzlich diesen dovischen Hammer aus, dieses Whatever it takes 2.0. Wir werden, wenn die Inflationserwartungen, und ich hatte diese Inflationserwartungen immer wieder gezeigt, dass die auf ein neues Allzeittief gefallen waren gestern, wenn die also nicht steigen, dann werden wir agieren, werden Anleihen kaufen, Quantitative Easing wieder anfangen, dann werden wir die Zinsen senken, und diese Möglichkeit ist laut EZB-Insidern wohl die bevorzugte. Naja, wo wollen sie die denn hinsenken? In den noch negativeren Bereich, was den Einlagezins betrifft, und damit die Banken noch weiter kaputt machen oder dann auch den Leitzins irgendwie negativ machen. Das ist alles so absurd. Die EZB hat eigentlich jetzt oder steht eigentlich vor den Trümmern ihrer Politik und sagt sich, naja, ich habe jetzt den Märkten und der Wirtschaft eine Medizin verabreicht, die offenkundig nicht wirklich gewirkt hat oder bewirkt hat, das, was sie bewirken soll, nämlich die Inflation nach oben zu bringen, das Wachstum nachhaltig nach oben zu bringen. Die Inflationserwartungen gehen immer weiter in den Keller, die Wirtschaft stürzt trotzdem ab. Und jetzt sagt Dr. Draghi, naja, dann gebe ich eben die doppelte Dosis dieser Medizin und dann wird es besser. Also hätten Sie Vertrauen zu einem Arzt, der Ihnen so argumentieren würde? Ich eher nicht. Es ist also praktisch ein totales Scheitern. Draghi hat fertig, finito praktisch. Und dass das jetzt noch kommt, so kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, das ist schon ein starkes Stück. Die Märkte jedenfalls nach oben, vor allem der DAX wie von der Tarantel gestochen. Klar, wenn Junkies Aussicht auf neuen Stoff bekommen, dann tendieren sie dazu zu jubeln. Aber was wird dann mit den Vermögenspreisen passieren? Werden die Blasen sich weiter aufblasen? Faktisch wird damit die schumpetersche kreative Zerstörung, also dass schlechte Firmen ausgemändelt werden aus dem System, damit die Ressourcen in die besseren Firmen, in die besseren Ideen fließen können, diese Idee wird zerstört. Und wenn diese kreative Zerstörung nicht mehr stattfindet, dann werden wir sozusagen eine Zombie-Wirtschaft bekommen, eine immer stärkere Zombifizierung der Wirtschaft. Das ist genau das Riesenproblem, das damit verbunden ist. Dann kam Sir Donald, als wäre das nicht schon genug gewesen, und hat getwittert, ja, ich habe ja vorhin mit Xi Jinping gesprochen und der war ganz toll, wir werden uns treffen beim G20-Treffen und es wird Vorbereitungen schon seitens der Delegation auf dieses Treffen geben. Die Chinesen haben das bestätigt, aber gesagt, auf Anfrage des US-Präsidenten, haben also nochmal klar gemacht, wer da angefragt hat. Faktisch hatte China nach wie vor die rote Linie, die heißt Huawei, und wenn hier Trump nicht hinter diese rote Linie wieder zurückgeht, was sehr unwahrscheinlich ist, zumal eben das innenpolitisch sehr schwierig ist, dann wird diese ganze Geschichte nach wie vor sehr schwierig bleiben, wird eine Lösung irgendeines Konfliktes, der ja viel größere Dimension hat, als nur ein Handelskonflikt zu sein, die wird nach wie vor schwierig. Die Märkte jedenfalls dann mit dem zweiten Schub nach oben, zwei Riesenbombenmeldungen, und dann kam noch eine Bombenmeldung, und das war diese hier, nicht diese Meldung hier, aber dieser Mann hier, der hier zu sehen ist, das ist Jerome Powell, und hier hat das Weiße Haus laut einem Bericht der Möglichkeiten gefunden, Jerome Powell legal als FED-Chef abzusetzen. Er würde dann gleichwohl noch FED-Mitglied bleiben, würde also in diesem Gremium weiter sitzen, aber eben nicht mehr als FED-Chef, und das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Und interessant dabei ist, dass Larry Kudlow, der Schönredner von Donald Trump, diese Meldung indirekt bestätigt hat, als er gesagt hat, ja, ist ja schon alt, ist schon ein halbes Jahr alt, diese Meldung, aber damit, oder dieser Fakt, damit hat er das im Grunde bestätigt. Das hat die Märkte dann von diesen Höhen wieder etwas runtergenommen. Jedenfalls wird der Jerome Powell morgen eben in einer besonderen Lage sein, angesichts dieser Anwürfe durch die Trump-Administration, angesichts der Erwartung der Märkte, die immens ist an Zinssenkungen. Und jetzt ist die Frage, was wird Jerome Powell daraus machen? Wird er den Märkten geben, was sie wollen, und das nahe der Allzeithochs an den Märkten? Jedenfalls haben wir an der Anleihefront ein Massaker von Renditen gesehen. Wir haben jetzt neuen Allzeittief bei der deutschen 10-jährigen Rendite gesehen. Wir sehen etwa, dass die Schweizer
Renditen bis zu 30 Jahre Laufzeit alle negativ sind. In Deutschland gilt das bis zur 15-jährigen Anleihe. In den Niederlanden auch bis zur 15-jährigen inklusive alles negativ. Wir haben heute zum Beispiel das erste Mal, dass die österreichische 10-jährige Anleihe negativ geworden ist. Schweden, Australien etc. Das sind wirklich ein Erdbeben, ein Tsunami, ein Massaker, das wir hier feststellen. Und das ist schon von wirklich großer Tragweite. Also es ist eine verrückte Welt. Notenbanken, die jetzt mit dem Mittel versuchen, die Dinge gerade zu kriegen, die maßgeblich auch dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, nämlich mit einer Wohlstandsillusion. Wir verzögern den Schmerz eben raus und geben Opioide, geben Drogen, statt wirklich hier zu versuchen zu sagen, Leute, ja, vielleicht müssen wir eben schrumpfen. Es geht halt nicht. Wir sind alternd, wir werden immer weniger. Wie können wir da immer wachsen, wachsen, höher, schneller, weiter? Wie soll das gehen? Mir erschließt sich diese Logik jedenfalls nicht. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Und es ging in Richtung Allzeithoch. Der Schlusskurs, glaube ich, auf Schlusskursbasis war das Allzeithoch beim S&P 2940. Wir waren schon an der 2930er Marke dran. Jetzt kommen wir ein bisschen zurück. Eben die Sorge, die jetzt wieder da ist. Jerome Powell, Fed und Donald Trump. Wie kann das gut gehen? Wir haben dann den Dow Jones, der aktuell bei 26.423 Punkten handelt. Wir haben den Nasdaq, der ebenfalls ein bisschen Schwäche zeigt, jetzt aber sich ein bisschen wieder stabilisieren kann, in dem Gegensatz zu den beiden anderen Indizes. Und wir haben natürlich den DAX, der massiv nach oben gegangen ist. Wir waren unter der 12.000er Marke heute. Und dann dieser Doppelboden, dann die Rede von Mario Draghi in Sintra. Und bums, ging es nach oben, wie von der Tarantel gestochen, 350 Punkte etwa. Ein massiver Move. Mal sehen, wie es weitergeht. Jedenfalls der DAX könnte im Vergleich zu den US-Indizes outperformen. Wir haben den Euro, der natürlich not amused war über die weitere Aussicht auf geldpolitische Experimente. Ging deutlich unter die 1,12er Marke, aber so richtig viel weiter will er nicht kommen. Gold hier mit der erratischen Bewegungen rauf, runter, aktuell 1347. Und was haben wir noch? Wir haben Öl. $53,73, da ging es auch erst stark rauf, eben, klar, Geldpolitik locker, Treffen Trump, Xi Jinping in Aussicht, alles schick, alles gut, da ist Risk on angesagt gewesen. Jetzt werden wir wahrscheinlich erst morgen wirklich schlauer sein, wo die Richtung der Märkte hingeht. Wird Paul das liefern, was die Märkte und was Donald Trump will? Das ist die große Frage. Ich wünsche einen wunderschönen Feierabend nach diesem verrückten Handelstag. Bis dann, ciao.